Hey Leute bei Gokus Live, ich war die letzten Tage in Koh Phangan unterwegs. Ich will jetzt ein bisschen sagen, wie ich dort hingekommen bin und so weiter. Wie ihr sehen könnt, bin da gut aufgekommen gerade in Bali, probiere jetzt den Vlog zum Schneiden. Bin wirklich in Koh Phangan sehr faul gewesen mit den Filmen, bin nicht wirklich dazugekommen. Ein Grund davor war meinen ersten Besuch empfangen in Dennis, war unheimlich cool mit ihm. Und auf jeden Fall jetzt viel Spaß mit dem Video. Sensef Dennis ist am Start! Der Rehwet! Geht's gut? Das ist ein Schieb, Alter! Ankommen in Erik sein Bungalow. Die Aussicht. Und jetzt für mich ein besonderer Moment, das geht's ins DMT-Gym. Manche, die mich nicht besser kennen, die wissen nicht, dass ich eine besondere Beziehung zum DMT-Gym habe. Ich war 2015 für ungefähr 3 Monate dort und 2018 für 1 Monat und habe zwar richtig gute Trainer gehabt in Nob, der hat mich gleich erkannt, war wirklich cool, und in Mond. Mond ist der Besitzer von DMT, er hat leider vor 3 Jahren einen schweren Autounfall gehabt, wo mehrere Sachen passiert sind. Er ist die Ärzte im Gemeinde, wird wahrscheinlich nicht mehr laufen können. Er hat mich auch sofort erkannt und wirklich ein cooler Typ. Und ja. Wir sehen, ob ihr kennen. Ich habe leider unterbrechen müssen das letzte Mal. Mir hat das damals sehr mitgenommen, wie ich das gehört habe. Und es ist noch immer für mich ein sehr emotionaler Moment gewesen, wie ich das gehört habe mit dem Mond. Weil Mond war der erste Trainer, der was mir wirklich in die Augen geschaut hat und gesagt hat, er sieht ein Feuer in mir, er sieht ein Potenzial in mir und er will das Beste geben, dass ich halt erfolgreich werde in den Sport. Und das Problem ist halt dabei gewesen, dass in einem Fall ist es nicht nur ihm selber was Schlimmes passiert, es ist auch. Das Problem bei seinem Autounfall war, dass nicht nur ihm was passiert ist, sondern ein Familienmitglied von ihm. Und das hat ihm schwer mitgenommen, das habe ich mal gesehen. Es ist schön zu sehen, wie Mond mich gesehen hat. Und nachdem dass ich jeden Tag trainiert habe, dass er auch trainiert hat, er hat mir dann auch gesagt, er macht jeden Tag Progress und das gibt mir so viel Kraft. Auf jeden Fall, jetzt will ich euch die Highlights sagen noch vom Training in DMT-Gym. Wieder unglaublich coole Leute kennengelernt. Ja, wirklich geil. You got me so high, I can't come down.
5 Minuten später.